Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Faust auf Faust. Unser heutiges Thema: Aliens, Colonial Marines. Trotz einer Entwicklungszeit von 6 Jahren sorgt der frisch erschienene Shooter für lange Gesichter. Fans halten den Titel für ideenlos und technisch veraltet. Doch wer trägt die Schuld? Die Marines oder die Aliens? Darüber wollen wir heute diskutieren, und zwar mit diesen Gästen. Er ist Mitglied des United States Marine Corps und hat als NPC an der Seite des Spielers hunderte Alien-Ärsche getreten. Sein Standpunkt: die Marines haben sich vorbildlich verhalten, ganz im Gegensatz zu den Aliens. Herzlich willkommen, Private Peter O'Neill. Ursprünglich Betreuer eines Kinderhort wurde er nach Eintreffen der Marines von der Alien Queen eingezogen, um deren Eier zu schützen. Er vertritt die Meinung, die Marines verhalten sich wie 2007 und machen die ganze Stimmung zunichte. Begrüßen Sie mit mir Alphonse Alien. Alien, die Marines machen die ganze Stimmung zunichte. Was genau meinen Sie damit? Herr O'Neill, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Direktheit, aber ich habe einige Szenen mit Ihnen und Ihren Kollegen erlebt, bei denen ich mich für Sie vor dem Spieler geschämt habe. Ich möchte Entschuldigen, wenn ich Sie da jetzt schon so früh unterbrechen muss, ja? Aber wenn Sie hier auf die KI-Probleme anspielen, dann möchte ich mal kurz sagen, dass das nicht nur ein Problem der Marines ist, ja? Da wartet man so lange darauf und dann legt Aliens Colonial Marines mit Schmackes eine Bruchlandung hin. Kritiker wie Fans zerreißen das Ding geradezu, aber ist's denn wirklich so eine Katastrophe? Oder kann man ihm als Fan mit 2 zugedrückten Augen doch was abgewinnen? Erstmal ein knapper Abriss der Handlung. Das Spiel findet kurz nach den Ereignissen des Films Aliens die Rückkehr statt. Ein 2. Trupp knallharter Marines soll den 1. Trupp knallharter Marines suchen, der auf dem Planeten LV-426 von Aliens knallhart platt gemacht wurde. So, das muss reichen. Kommen wir zum ersten der vielen Pudelskerne: die Aliens sind doof. Ohne Zögern werfen sie sich euch vor die Flinte und machen nicht die geringsten Anstalten, vielleicht auch mal auszuweichen. An Wänden und Decken laufen sie nur entlang, weil sie es können, und vergessen dabei völlig einen Vorteil aus ihrem Kletterskill zu ziehen. Und zu allem Überfluss scheinen sie auch noch wählerisch bei ihren Opfern zu sein. Entschuldigung, darf ich mal vorbei? Und da möchte ich Sie mal fragen, wie man Sie noch als Bedrohung wahrnehmen soll, wenn Sie einfach blindlings an mir vorbeilaufen und einfach den Nächsten angreifen. Das ist doch Quatsch! Das macht doch ein Alien nicht. Moment, Sie sind gleich dran, ich habe aber noch ein Beispiel. Nach dem Angriff lassen Sie kurz vom Spieler ab, ja, und stehen da, gucken den an, als ob Sie fragen würden: alles in Ordnung, geht's gut oder was? Ach, das scheint also ein Marine schon beim ersten Kontakt in Stücke reißen. Ist es das, was Sie wollen? Dann beschweren Sie sich doch auch wieder. Und der Spieler gleich mit. Aber mit dem Thema künstliche Intelligenz, Herr O'Neill, begeben Sie sich ohnehin auf sehr dünnes Eis. Oder muss ich Sie wirklich noch daran erinnern, dass Sie dem Spieler permanent in die Schusslinie laufen? Das ist ein interessanter Punkt. Herr O'Neill, glauben Sie nicht auch, dass es der Stimmung zuträglicher wäre, wenn Sie sich nicht die ganze Zeit abknallen lassen würden? Also erstens mal, ja, kann das mal passieren in der Hitze des Gefechtes, ja? Und zweitens gehen die Kugeln eh durch mich durch. Es ist echt verblüffend, wie oft ihr eure Kollegen direkt vor eurem Lauf habt. Liegt wohl daran, dass sie meist blind nach vorne stürmen und Aliens gern aus nächster Nähe durchlöchern. Naja, was soll's, hat eh keine Konsequenzen. Auch lustig, die Marines können sich anscheinend teleportieren. Hier, wir sind uns doch einig, dass O'Neill und seine Schnitte Bella hinter uns sind, richtig? Hä? Wo zur Hölle kommt ihr jetzt her? Am besten sind aber die super geschmeidigen Animationen und ausdrucksstarken Mimiken eurer Mitstreiter. Nie zuvor sahen wir derart lebensechte virtuelle Abbilder von Menschen. Wir könnten O'Neill ewig dabei zusehen, wie er seine Steuererklärung macht. Ganz klar, dass er in dieser Kategorie seinen Diskussionsgegner an die Wand zu spielen versucht. Also bitte, kommen Sie mir jetzt nicht mit Animation, Herr O'Neill. Weil sie nämlich unangenehm ist. Sie wissen wahrscheinlich schon, was jetzt kommt, ne? Ich sag nur mal so, da ist kurz nach Release schon ein Video, sag ich mal, zu trauriger Berühmtheit gekommen. Stichwort Benny Hill. Haben Sie gesehen, wie der läuft? Ja? Als ob ein Stock im Arsch hätte. Lange Rede, kurzer Sinn, die Darsteller versauen's allesamt und lassen euch durch ihre Unfähigkeit im besten Falle schmunzeln. Nicht wirklich eine Reaktion, die ein Alien-Spiel hervorrufen sollte. Und da die Ballereien meist auch noch recht einfältig sind und auflockernde Möchtegern-Höhepunkte wie der klonkige Kampf mit dem Powerloader hinter ihren Möglichkeiten bleiben, gibt's kaum noch Gründe, weshalb man diesen Titel anfassen sollte. Warum also stellten wir eingangs die Frage, ob man ihm nicht doch was abgewinnen kann? Ganz einfach. Aliens Colonial Marines ist proppenvoll mit Fanservice. Wenn euch auf LV-426 der Wind um die Nase weht
oder ihr zum ersten Mal die verwüsteten Einrichtungen von Hadley's Hope betretet, oder wenn ihr das aus Prometheus bekannte Schiff der Prometaner erforscht, dann geht euch das Herz auf. Die ikonischen Sounds sind dann nur noch das Sahnehäubchen. In solchen Momenten merkt man, dass sich das Spiel bemüht, Stimmung aufzubauen und seinem Namen gerecht zu werden. Doch dann kommen die dummen Aliens und Marines und machen alles wieder kaputt. Ich hab einen erwischt! Und wie ihre eins explodiert, wenn man sie mit einer Granate bewirft, ja? Lächerlich sieht das aus. Fast schon mathematisch. Wie sich in die Luft fliegt. Wo gibt's denn sowas? Albern ist es. Ich sag Ihnen was. Sie sind keine Horrorfigur. Sie sind eine... Na. Also jetzt, vielen Dank, das war's jetzt auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank auch an unsere Gäste, Alphonse Alien und Peter O'Neill, für diese anregende Diskussion. Wir sehen uns dann beim